Hey liebe Nerds da draußen, es ist Pride Month und deswegen wollten wir euch heute ein besonderes Special bieten. Hier ist Lea. Jenny und ich, wir waren ja letztens auf der Comic-Con in Dortmund. Da habt ihr ja schon einige Podcasts von uns gehört. Und wir haben noch einen richtig coolen Podcast mit Nutshell-Cosplay und Zwillingsnadel-Cosplay aufgenommen. Da geht es auch so ein bisschen um Crossplay und wir dachten, das ist perfekt für den Pride Month. Wir wünschen euch viel Spaß. Es tut uns leid, dass die Aufnahmequalität nicht die allerbeste ist, aber so ist das, wenn man live von einer Con aufnimmt. Hallo, hallo, Comic-Con, seid ihr alle wach? Seid ihr am Start? Was geht ab? Ja, so, genau so hätte ich das gerne. Ja, schön, dass ihr da seid. Mein Name ist Lea und ich bin euer Cosplay-Host dieses Wochenende. Danke, danke, danke. Und wir haben zwei wunderbare Gäste, nämlich Zwillingsnadel-Cosplay und Nutshell-Cosplay. Einen fetten Applaus für die beiden. Ach, sitzen. Schön, ne? Ja. Das ist gut. Finde ich auch. Ja, schön, dass ihr da seid. Wie geht es so? Es ist warm. Das ist schön. Ja, du kommst wahrscheinlich nicht so, ne? Aber ich bin es wirklich mehr gewohnt. Ja, das ist auch ganz seltsam, jetzt so nach einem halben Jahr wieder hier zu sein. Aber es ist schön, oder? Es ist wunderbar. Ich habe es ganz. Und habt ihr es auch vermisst? Toll. Finde ich sehr gut. Wir haben große Unterstützung. Sehr schön. Kleine Informant am Rande. Wir nehmen dieses kleine süße Panel hier auch für unseren Podcast auf. Für Nerdplay könnt ihr euch überall anhören, wo es Podcasts gibt. Also wundert euch nicht, wenn dieser Beitrag nachher auch am Anfang unseres Podcasts fragen wir unsere GästInnen immer, wie hoch ist denn euer Nerdfaktor? Auf einer Skala von 1 bis 10. Wie sieht es bei euch aus? Willst du anfangen? Ich würde sagen, solide 8. Solide 8. Ich hätte jetzt auch gesagt, eine solide 8. Ich meine, wenn man es mal so sieht, andere Leute gehen noch in eine Kirche oder so. Ich sitze zu Hause und nee, du liebst selbst keine Vorlagen von den Menschen und sowas. Und meine Arbeitskollegen gucken mich dann so, was machst du? Also es ist schon hart, ne? Inzwischen ganz hart, ne? Ja, dann, da ist eine 8, aber das wäre solide, ne? Ja, ich bin halt nicht Experte so in jedem Bereich. Ja, aber das musst du auch gar nicht sein. Ja, also wenn man es sehen geht, es geht ja eher so, wie siehst du dich generell? Und also im Cosplay-Bereich soll ja noch was über 10. Da sind also schon ein paar 10. Ja. Ich habe das sogar mal so weit gehört, dass ich meine Mutter da noch mit reingezogen habe. Ja, ich weiß, darüber möchte ich auch gleich noch mit dir reden, ja, über deine Mutter. Mit Nerds. Aber deine Mutter auf dem Schirm. Mutti hat sie das nie, sie ist fantastisch. Ja, und das hört. Was habt ihr denn heute für Cocktails an für unsere Zuschauerinnen, die das noch nicht kennen oder unsere Zuhörerinnen nachher? Ja, also wir sind aus okay. Batman definitiv, ja. Ich Harley Quinn. Wie oft wirst du das gefragt, ob du Harley Quinn bist? Oh ja, das kam jetzt schon ein paar Mal. Also, ja, oder ich hab das schon vorher überlegt, was ich anziehen soll. Ihr cosplayt ja auch aus super vielen Genres, ne? Also Sailor Moon habt ihr ja auch. Sehr geil. Du bist morgen da. Ja. Ja. Gute Überleitung. Ihr macht ja auch Disney und. Wenn ihr euch jetzt so für ein Genre entscheiden müsstet, was wäre denn so euer liebstes Genre, das ihr cosplayt? Gott, das ist eine Frage, kannst du auch so stellen, was ist dein Lieblingskind? Ja, kann ich dich auch gern fragen. Nee, ich Sport. Ja, dann bitte. Unser Lieblingsgenre ist Kitsch. Ja. Kitsch. Love aus Prinzip. Love it. Es müssen immer welche Pferdchen sein. Ah. Das ist jetzt ein nicht schlechtes Beispiel, aber
aber es ist schon kitschig schon zu dem da oben. Wir haben so eine WhatsApp-Gruppe, die heißt Kitschige Pärchen. Und immer wieder über irgendeine Cosplay-Vorlage schreibt man so Mary Poppins oder sowas. Ballern wir das da rein und wenn uns nichts mehr einfällt, was wir fragen könnten, dann geben wir uns einfach mal wieder. Okay, damit erübrigt sich meine Frage, wo wir nicht mehr sind. Überall. Wir fragen regelmäßig auch Fans, was könnte denn passen? Da kamen auch schon coole Ideen. Ja, genau. Man auch so riesige Sachen, auch was selber, wo man gesagt hat, oh Gott, das können wir niemals machen. Jetzt tatsächlich nichts. Höchstens was ich nicht kenne. Ja, dann gucke ich nach und denke so, ja, könnte ich machen. Hätte ja sein können, dass jemand mal gefragt hat, wollt ihr mal Bibi und Tina machen? Hallo? Was kann man jetzt an Sabrina machen? Sofort? Ich sehe es auch. Sie ist aus uns Sabrina. Warum hat das noch keine Bombe geschlagen? Voll die gute Idee. Auf dem Alterbild. Also wenn ihr es macht, dann möchte ich jetzt einen Credit haben. Ja, also wo ihr gerade beim Thema Pärchen und Kitsch seid, ne? Wie ist es denn überhaupt dazu gekommen, dass ihr zusammen Cosplays gemacht habt? Also habt ihr euch gefunden und gesagt, ja, lass Cosplay, oder habt ihr selber schon einzeln gecosplayt und dann ist es entstanden? Erzählt mal was über eure wunderschöne Pärchengeschichte. Also wie lange geht das denn? Haben wir schon eine Zeit. Gut, ich muss mal runter. Also ich bin erst seit 6 Jahren. Erst seit 6 Jahren? Ja, gut, das ist immer ganz schön viel. Aber dann ist schon eine Cosplay-Oma. Ich bin schon die tatsächlich 15 Jahre. Ja, das ist ordentlich. Das merkt man noch langsam. Und jetzt ist auch schon 10 Jahre. Und irgendwann. Nee, es war so, ich bin auf der LDN gewesen und Leute haben mich. Ich hab das gar nicht. Du warst komplett los. Ich war nicht am Start. Und wir kommen auf den Zug und hey, Heidi, wie geht's dir? Und ich kenne mich nicht mehr. Und wie das halt immer so ist, ne? Und so ging das heute die ganze Zeit weiter. Alle Leute haben es andauernd irgendwie verwechselt. Jedes Mal. Wir hatten halt unten den ganzen Jahres noch nicht. Wir kannten uns nicht. Und dann sind wir uns auf eine Anleitung unter den Weg gelaufen. Sie hatte das auch sehen lassen. Das fand ich großartig. Das sah toll aus. Und das heißt auch, habe ich aus Jux und Ballerei habe ich so eine andere Gewohnheit, wenn Leute mir so fertig sind und mir fehlt ein Song zu dem Charakter ein, der mir trägt, dann gehe ich da hin und stimme diesen Song mit dieser Person. Oh, das finde ich super. Und dann reift man so miteinander. Das ist sehr, sehr cool. Das habe ich mit dir gemacht. Das ist ein bisschen sehr geweibt. Das Problem ist, sie kann wunderschön singen. Und ich war darauf nicht vorbereitet. Ich habe den Song angestimmt und dann hat sie weitergemacht und ich war so, okay, oh. Oh, das ist jetzt peinlich, weil du bist so schlecht und siehst so klasse. Und da ist das schon so in meinem Kopf hängen geblieben, wow, das ist voll die krasse Person. Oh, sie ist so toll! Oh, sie ist so wunderbar! Genau so. So haben wir uns eigentlich so. Im Hintergrund hat sie so gesparkt. Ja, also ich hatte. Sonne ging auf. Ich hatte eine Sonnenbrille an, ein Cosplay, was ich hatte, und ich bin sehr froh, dass ich sie anhatte, weil ich hatte verflucht so ganz große Herzchen und so. Wow, super schön. Der Witz ist, ja, ich hatte ein Cosplay an, das wir später als Glow-Up nochmal rausgebracht haben. Was denn? Ah, stimmt, die Fotos habe ich gesehen. Lohnt sich übrigens, das auf Instagram mal auszuchecken. Das ist richtig gut. Und da hast du den Snuggle-Cosplay und unter Nutshell-Cosplay. Ja, und dann habt ihr euch immer zusammengesetzt und überlegt, was ihr zusammen cosplayt? Oder hat einer von euch quasi eine Idee und sagt, du bist das aber bitte mit mir machen? Ja, schön wäre es gewesen, wenn es gewesen wäre. Anfang gab es etwas wie. Jede gute Liebesstory braucht ein bisschen Drama. Still a better love story than Twilight. Ja, wie entscheidet ihr euch denn, ein Cosplay zu machen? Also ihr hattet ja gerade schon gesagt, die Community hilft euch dann manchmal. Aber es kommen doch bestimmt auch einzelne von euch Ideen, wenn ihr zum Beispiel die tolle neue Arcane-Serie guckt oder so. Also es ist tatsächlich so, dass wir können als Cosplayer, ich habe jeder Cosplayer kann das mal nachvollziehen. Man kann keine Filme gehen, man kann keine Serie. Ganz schön, ganz schön.
Man hat sofort, oh geil, der Charakter ist Pelton, mit dem weiß ich, das Kostüm ist gut, kann ich umsetzen, habe ich noch zu Hause, nur ich vergessen, dass ich das Jahr zu machen. Ich sitze da und gucke auf die Leinwand und sollte eigentlich der Hand rumfahren und denke mir, funktioniert der Schnitt von dem Mann? Ja. Und wo kriege ich dieses Stück? Und wie kann man dieses Wochenende? Und dann ist der Film zu Ende, was ist das für ein Kostüm? Wie hat dir der Film gefallen? Aber welchen Charakter ist denn das, wenn wir zum nächsten Film? Das heißt, sobald ihr irgendwas seht, ist eigentlich immer schon die Inspiration da fürs nächste Post. Also sie hat sehr viel Feuer unter dem Popo. Das ist gut, das ist sehr gut, ja. Und deswegen fängt sie dann immer ganz schnell mit irgendwas an. Also bei ihr hat sie irgendwie mit Stiefel angefangen, dann dauert das gar nicht lange und dann kommt so der Nähdraht. Ja. Und dann tue ich mich auch noch, oh, du hast was abgezogen. Dann tue ich mich auch noch mit einverhalten und dann mittlerweile, also früher hat jeder das, glaube ich, so für sich gemacht, als wir Freunde waren. Also, hey, wie machst du das? Ja, wie machst du das? Und dann hat man sich besser getroffen. Also es ist ein ganz anderes Feeling, was gemeinsam ist. Die Idee hat seine Schwerpunkte, der eine darf zur Brüste, der andere macht den Nähkram, der andere macht die Verrückung. Und dann, ist das so ein großes gemeinsames Ding. Darf ich fragen, wohnt ihr zusammen? Wir wohnen zusammen. Dann ist es natürlich auch einfacher, zusammen zu cosplayen, oder nicht? Dafür hatten wir eigentlich ein bisschen. Ja. Also das ist doch bestimmt schwerer, wenn man sagt, kannst du bitte was für mich machen oder mir da helfen? Also jetzt könnt ihr euch ja einfach abends zusammensetzen. Also wir haben einen schönen Beinamen, der nennt sich Speedy Costales. Wir haben die Angewohnheit, wenn wir was anfangen, dann ist es binnen 3-4 Tagen fertig. Wir haben jetzt ein bestes Beispiel, das Kopf hier am Stand stehen, die Kaufhaufen, die hatte lange große Waffe, und sie hat lange überlegt, dass sie erst sagt, ja, ich mach sie nicht, und dann sagt sie, doch, brauchen wir jetzt die Köpfe. Dann habe ich mich im letzten Moment dann entschieden, so, ich habe komplett irgendwas zu Hause. Ich baue mir das jetzt. Ich habe diese ganzen Handschuhe. Ich mache richtig gut. Dieses irgendwie 15 Stunden zusammen. Krass. Boah, ihr seid so heftig. Leben Vollzeitjob. Also, so und so kommt das halt. Gib mir dafür mal einen fetten Applaus, wie schnell die das hinnehmen. Das sieht so geil aus. Genau, wollte ich euch einfach sagen, kommt doch mal zum Stand rüber. Sieht doch süß aus. Habe ich schon gesehen. Ja, ihr habt eine große Schüssel voller Süßigkeiten. Wenn das mal kein Grund ist. Ja, wir hatten gerade schon leicht über deine Mutti geredet. Das war auch ein toller Pack, den die Jenny mir zusammengestellt hat. Zwillings Mutti macht auch Cosplay. Und die Mutti, wie cool ist das denn? Ja. Erzähl doch mal, wie ist es dazu gekommen? Also, ist deine Mutter schon länger Cosplayerin oder hast du sie damit angesteckt? Also meine Mutter ist ein geborener Nerd. Ich glaube, sie hat mir mal erzählt, dass sie, wenn sie alt ist und an die Uni geht und sowas, dann hat sie einen Traum, sie möchte ein Science-Fiction-Buch schreiben. Ja. Und zu ihrer Verlobung damals haben sie nicht irgendwie ein Reisegeschenk bekommen oder sowas, sondern sie haben damals die NES bekommen, diese Spielekonsole, die erste von Nintendo. Mein Vater und meine Mutter haben also gemeinsam ein paar Mario gespielt und ich wurde da reingeboren, es wurde mir also quasi mit der Mutter und Milch und Cosplay war, ich habe mit Cosplay angefangen, konnte es irgendwie nicht so ganz erklären, was mich daran so fasziniert hat, als junges Mädchen. Und meine Mutter war immer so, mach mal was Wichtiges. Mama, was mit deinem Leben? Hör auf, meine Bettlaken zu zerschneiden und mit Heißkleber mir zusammen zu kleben. Und irgendwann Jahre später hat sie selber gemerkt, das ist irgendwie ganz schön cool. Du machst irgendwie immer so. Also sie hat bei dir quasi gesehen, wie cool das ist. Genau, es hat aber Jahre gebraucht. Also ich betone Jahre. Ja. Aber dann. Manchmal brauchen Erwachsene ein bisschen Zeit, um zu verstehen, was das eigentlich ist. Ja, und ich glaube, der Punkt, dass sie mitgemacht hat, waren meine Leute. Weil die Cosplay-Community vor allen Dingen eins ist, es sind ganz viele bunte, facettenreiche Menschen. Und sie kennt halt ein paar meiner Freunde, finden die alle durch die Bank weg, super sympathisch. Und gesagt, ja, dann komm doch mal wieder, komm, da sind die alle, ne? Du könntest ja auch. Das war halt nur das, was ich auch. Genau. Und dann war nur das Problem, für welches nehmen wir. Meine Mutter hat ein grundlegendes Problem, sie ist blind wie ein Maulwurf. Das heißt, sie braucht ihre Brille. Das heißt, wir brauchen ein Cosplay mit einer Brille. Und bestenfalls eins, was sie selber kannte. Habe ich erst überlegt, ob ich ihr Trelawney aus Harry Potter gebe. Aber da ist sehr viel Schauspielerei dabei. Und dann dachte ich, nee, warte, Moment. Minerva McGonagall. Minerva McGonagall. Und meine Mutter ist vor allen Dingen eins gewesen, streng. Also das fand ich. Das passt ja perfekt. Das passt ja perfekt.
Dann haben wir das Ding zusammen geschustert und sie schwebte über die Con. Der erste Tag war vorbei und sie hat gesagt, ich will nie wieder etwas anderes machen. Ja, wo ist sie denn jetzt? Sie ist in Frankfurt, hallo Mutti, zu Hause. Also ich wohne ja schon lange nicht mehr bei meiner Mama, leider. Aber sie hat zu Hause mittlerweile 4 Nähmaschinen. Wow. Stickt sich die Nase rund und geht eigentlich jeden Tag so, Nanny, ich habe keine Projekte mehr. Hast du noch eine Idee, was wir noch machen können? Cool. Ja. Und jetzt ist sie so drin, dass sie eigentlich nur noch, sie will nichts anderes mitmachen. Sie ist jetzt auch in Rente und jetzt hat sie Zeit und jetzt näht sie. Und ja, Grüße gehen raus an die coolste Mutter der Welt. Ja, das nächste, was wir jetzt auf dem Tisch liegen haben, sind hier die bösen Stiefschwestern von Cinderella. Und die böse Stiefschwestern. Sehr geil. Dann kommen wir dann mal zu dritt an. Das wird mega geil. Ja. Ich freue mich auf die Popos. Die haben doch ja, Ausnahmen. Diese ausladenden Popos und Mutti-Bonus von der Ecke. Sehr geil. Ja, Nancy, bei dir ist so, was mir vor allem aufgefallen ist, du machst unglaublich viel Prop-Arbeit. Ist das denn so dein Steckenpferd auch, würdest du sagen? Oder hast du vielleicht noch ein anderes geheimes Steckenpferd, was du aber vielleicht nicht so häufig zeigst auf Instagram und Co.? Tatsächlich hat sich das Scrapping über die Jahre jetzt ein bisschen rauskristallisiert, weil ich sehr viel Lust daran habe, mir Sachen vorzustellen, zu überlegen, wie kann ich die umsetzen, wie kann ich die leicht bauen, damit man sich keinen Druck auch mal vorgeht. Ja, ich meine, deine Schuhe sind. Ja, die sind 65 cm lang, die sollten original eigentlich 85 sein. Wow. Ich habe gute gekürzt und die wiegen halt nichts, also ich glaube, die wiegen zusammen nicht mal ein Kilo. Krass, ja, das ist dann auch einfach zu transportieren für dich, ne? Ja, das war das, und zwar, wenn man die ganze Zeit kommen läuft, das ist halt wirklich. Du schleppst es rum, du kannst es nicht abstellen, großartig. Du bist halt gezwungen, damit rumzulaufen, wenn du keine Möglichkeit hast, sie unterzustellen. Und ich möchte nicht jeden Mal mit 2 Kilo pro Hand die ganze Zeit mit dem Schirr, wie du sagst, so ein bisschen. Das ist so eine solche Arme Schirr, die dann nee, das nicht. Also das habe ich tatsächlich in den letzten Jahren rausgekristallisiert, dass ich lieber die Drop-Arbeiten mache, ich nähe auch gerne. Wenn es jetzt nicht unbedingt anschulen werden muss. Das kann ich verstehen. Ne? Also, Schuhe selber machen ist ein. Richtig. Und deswegen habe ich den Props verstehen, ich meckere nicht mit dir, ich streike nicht unbedingt. Und man kann immer noch so ein bisschen petten, wenn es schief gelaufen ist. Aber, nee, also. Es ist so, das ist so gewettert. Ja, ja, genau. Das ist jetzt schon wieder gewettert. Das musst du. Ich hatte gerade einmal eine Regel aufgerutscht. Ich hatte einmal ein Stückchen Foam und da hatte mein Kaninchen was angefressen dran. Das sah sehr gedamaged aus. Und ich wollte aber einen Tag, wollte ich irgendwie eine Rüstung bauen, die aussah wie Borke. Und dann dachte ich so, und was lasse ich dran? Das finde ich gerade cool. Das ist so gemalt und stört total. Das Kaninchen wird dann eingezogen. Ja, ja, nutze die Macht des Kaninchens. Genau, tu die Macht jetzt. Die Macht deiner Arbeit. Ja, bei dir ist es ja auch eher so Gruppenstyling, Schmuck machen und sowas, was man auf deinem Instagram sieht. Also würdest du sagen, dass du das auch am besten kannst? Also ich habe ja Modedesign studiert. Ah, da kommen wir hin. Okay. Das heißt so, das Steckenpferd ist in erster Linie das Nähen, weil ich da auch immer sehr picky bin und das muss dann auch immer alles gefüttert sein, meistens und irgendwie ordentlich sein, funktionieren von das Kopf. Heißt, deine Kostüme sehen von links auch tatsächlich schön aus? Meistens, ja. Ah, okay. Und dann gucken wir morgen nicht von mir rein. Und dann halt ja, das sind so Perücken und so kleinen Kugelartig zu schneiden, die aber Perücken sind auch so ein Ding, finde ich. Die können so ein Kostüm halt noch so eine Kirsche aufsetzen. Ja, also absolut. Wenn die Wake-up des Leiders. Ja, genau. Gerade so Sachen, die so ein bisschen Defying Gravity sind. So, ja, ne? Bei euch heute ja auch. Ne? Also da merkt man das ja auch einfach bei den Wakes. Ich bin immer noch fasziniert, ich muss die ganze Zeit auf deine Spitze gucken, weil man literally denken könnte, du hast da drunter keine Haare. Ja. Genau, das ist echt geil. Also ja, dein Druck ist auch Hammer. Ich habe besonders viel Mühe gegeben für meine Produkte. Ja, ihr macht ja auch super viel Crossplay, was ich richtig cool finde. Wollt ihr das vielleicht mal erklären, was das überhaupt ist, für diejenigen, die denken, what the hell is Crossplay? Also Crossplay ist nichts anderes, dass du Frauen quasi in die Rolle der Männer schicken. Oder halt umgekehrt, ich will einen weiblichen Rollen. Das ist doch auch wieder. Ja, ja, danke schön. Ja, ist ja so. Bin ich nicht mehr in dieser Community. Alles machen. Ja, aber das ist halt. Ich glaube, die Frauen haben dann etwas
Plus und Vorteil, dass wir uns ein bisschen besser umgestalten können. There's no gender roles, only cinnamon roles. Den muss ich mir merken, der ist schön, der ist wundervoll. Du hast am Ende der Convention Sprüchebuch von Otto da vor mir. Wir hatten heute schon am Stand so ein paar Konversationen. Wie weit kann ich gehen, um den Charakter so authentisch wie möglich umzusetzen, als die Person, die ich bin? Ja. Und ich habe das Beste, was ich vorhin bekommen habe, bei meinem Vater, der gekostet nicht so ein guter Mensch, wenn ich nichts damit anfangen war, die wäre aber auch ein bisschen jünger geworden. Ja. Nimm ich dann das Kompliment, ist vollkommen in Ordnung. Aber es gibt halt auch irgendwo einfach wieder, dass mit Make-up so viel gemacht werden kann. Mit Make-up kann man so viel retten, das ist unglaublich. Mit Wolfgang, also muss nicht mal das Glück da machen, sondern man kann vielleicht Sachen anfangen, die sich dort nehmen, schminken sich hin, schrecken schwanger. Einfach weil es keine Grenzen gibt, man kann einfach überlegen, wie weit man wirklich geht. Okay, kurz noch versuchen, wie das ist. Ja. Ich hatte auch immer das Gefühl, dass ich bin halt ganz schmal und die sehr weiblichen Figuren, die ich im Cosplay halt cool gefunden hätte, die haben dann meistens eine sehr große Oberweite oder eine sehr feminine Figur und auch ein sehr feminines Gesicht, wo ich mich nicht gefunden habe. Ich dann einfach versuchen, das möchte ich eigentlich gar nicht erst probieren umzusetzen, weil ich da vielleicht enttäuscht bin, weil ich den nicht sprechen kann. Das hat ja auch immer ganz viel mit Selbstdarstellung zu tun und wie man sich wohlfühlt. Und das finde ich ist das Wichtigste, dass man sich ganz wohlfühlt. Und da war ich die ganze Zeit ganz traurig und dachte ich, Moment, da gibt es ja noch die andere Seite. Es gibt ja auch noch die coolen Moves und sowas, das kann ich mal ausprobieren. Und dann war, glaube ich, mein erstes Cosplay war Schwendrick der Zauberer. Vom letzten Einhorn. Und mitgemacht hat, das war der schönste Zinken ever. Und das war total cool, weil plötzlich war so dieses, was ich vorneweg blöd fand, dass an mir nichts dran ist, war dann so mein Advantage. Ja. Und das war so, das hat so Spaß voll gemacht. Voll schön. Genau, man kann dann einfach aus ganz vielen Möglichkeiten schöpfen. Und das ist auch Cosplay irgendwie. Da gibt es keine Grenze. Es geht genau, dann einfach nur darüber hinaus. Weil genau auch im Gegensatz finde ich es auch super wichtig, wir hatten ja gerade das Thema Wohlfühlen schon, dass jede Person cosplayen kann, die möchte. Und dass es keine Bodygrenzen gibt und kein Alter und alles. Ne? Gar nichts, also es ist für jeden da. Und wir sind alles Nerds, die uns verkleiden wollen. Genau, man kann auch jeden fragen. Das ist auch so was. Das ist auch eine ganz normale Irre. Ja. Wenn du irgendwie nicht weiterkommst, ich weiß nicht, wie ich das anstellen soll, frag halt wen. Ne? Vielleicht einen Tipp kannst du kriegen oder sowas. Ein YouTube-Video. Das finde ich auch echt. Ein wichtiger Punkt, weil viele junge CosplayerInnen, die gerade so anfangen, die haben Schiss oft. Und die trauen sich nicht zu fragen. Immer wenn ich eine Anfrage bekomme, wie hast du das gemacht? Oh, es tut mir leid, wenn ich dich störe. Ganz oft. Ich traue mich gar nicht zu fragen. Oh, sorry, wenn das unverschämt ist. Und dann denke ich immer so, nein, frag doch einfach. Ich habe doch was gemacht, du kannst mich doch fragen, wie das geht. Das ist doch kein Geheimnis. So. Es ist ein Hobby, es ist... Wettbewerb, dann sind Leute halt einfach vom Deck. Wenn man dann mit einem Wettbewerb macht, kann man auf den Contest gehen, ganz einfach. Aber es ist halt im normalen Leben kein Wettbewerb. Es geht ganz nicht darum, genau. Wer hat es besser gemacht, wer hat es schlechter gemacht. Es geht halt einfach darum, dass wir alle Spaß daran haben. Und wenn jetzt drei von uns rumlaufen oder meinetwegen 50 in die gleiche Cosplay. Ja, ist ja jetzt auch eine sehr bekannte Serie heute. Dann rennt ihr halt schon häufiger. Ja, aber dann rennt ihr halt dahin, weinen das und sagen, hey, voll gut gemacht, wie hast du das gemacht? Genau. Wir schicken Dialog, dann kann man sich austauschen. Und darum geht es halt einfach und nicht darum, das finde ich auch nicht schön. Ist das dein Lied? Schändlich. Eigentlich ist das genau das, was mich vermehrt hat. Tatsächlich mal jemand, um jetzt mal aus dem Nähkissen zu plaudern. Jemand mal auf meiner ersten Community gesagt, da habe ich einer anderen Cosplayerin Komplimente gemacht, dass das Cosplay schön aussieht. Und das ist richtig toll, ich hatte den gleichen Charakter an. Und am Ende vom Lied kam dann meine Cosplayerin und dann jemand gesagt, du weißt schon, dass man das nicht macht. Also, was macht ja, andere Leute von mir zu geben, die das gleiche Cosplay anhaben, wie die gesagt. What? Ich finde, das macht auch Spaß. Ja, ich liebe das auch. Jemand, der das gleiche Cosplay anhat, dann rennt man so aufeinander zu, wie so, ich habe meinen verlorenen Zwilling gefunden. Ja, oder du hast irgendwas irgendwie total verzweifelt.
verzweifelt bist in dem Kostüm. Wie habe ich die Schuhe, wie zum Henker. Dann stehst du vor demjenigen auf der Kon und sagst, du hast es auch an. Wie hast du das mit den Schuhen gelöst? Das war blöd, ne? Ach Gott, ich fühle das. Ja. Wir haben Frankfurter Buchmesse, ich dachte, ah ja, das war die letzte, wo ich da war. Ich hatte Crowley an. Die ganze Frankfurter Buchmesse war voll. Dann verbindet einen das doch automatisch. Weil wenn ihr macht dasselbe, wir kennen unseren Namen doch nicht mal. Wir wissen doch nicht mal, wo wir herkommen. Ja? Aber du hast es selber an. Ich muss mich nicht beurteilen für den, der ich bin. Wir mögen dasselbe. Hey, und wir haben eine Stressanlage. Ja, das ist so. Habt ihr für eure Cosplays, die ihr heute anhabt, noch einen geilen Sidepack? Also hat er auch einen Hamster dran geknabbert? Oder habt ihr irgendwie ein Accessoire oder ein Stück, wo ihr sagt, boah, das hat mich all meine Nerven gekostet, ich hasse es, ich will es nie wieder machen. Oder sagt ihr, es war easy peasy, alles geil? Also ich glaube, die Hose von Jinx und die Tasche... Geh doch bitte mal auf, damit man deine Hose bewundern kann. Die hat sie, glaube ich, so ziemlich in den Brand getrieben. Alleine schon wegen dem ganzen Stress, die da drauf sind, weil sie sich halt gelegt. Die hatte erst einen anderen Stoff und der war absolut nicht nutzbar dafür am Ende. Also ich habe es rausgestellt, der war nicht zu verwenden. Und dann sind wir irgendwie im Stoffladen und haben sich Fleece geholt und hat einfach das Fleece. Das ist echt krass. Ich hatte auch nämlich, als ich es gesehen habe, so, Moment, das ist Fleece, oder? Wie smart ist das denn? Ja, das ganz Miracolat Fleece, ja. Super schön warm. Und super comfy dann, ne? Ja, und warm. Weil meistens ist es für den Menschen ziemlich warm. Wirklich toll ist. Okay. Wir hatten die Charaktere tatsächlich eine Shooting an, bei 3 Grad. War nicht schön. Ich glaube, ein Fact, wenn wir auf Netflix sind, die Perücken. Weil die Perücke ist schon von jemandem anders, der auch mal Jeans gekostet hat und sie mir dann quasi übergeben hat. Und die Perücke, genau, ein Erbstück, es geht da quasi weiter. Ein Freund. Und die Binde auch, ist von jemand anderem. Das ist auch von einem Freund, eigentlich recycelt quasi. Und so sind die irgendwie in unserem Herzen bei. Also das ist voll cool. Das ist wirklich schön. Und ich finde das auch toll, dass ihr das so offen sagt. Weil ich auch manchmal das Gefühl habe, dass es viele Cosplayer irgendwie gibt, die sagen, ja, ich habe das alles selbst gemacht. Und dann ist es irgendwie was Gekauftes. Und das ist doch vollkommen egal. So, ja, also ob man jetzt ein gekauftes Cosplay hat oder was selbst gemacht ist. Genau. Oder man hat es anfertigen lassen von jemandem. Hauptsache man hat Spaß in den Cosplayern. Schon seit Jahren. Und es war immer schon verpönt zu sagen, ich habe das gekauft. Stattdessen hat man dann gesagt, nee, ich habe es selbst gemacht. Und ich bin Quatsch. Erstmal belügt man sich selbst und belügt man alle anderen. Und es macht das, damit geht es überhaupt nicht. Es geht nicht darum, dass man es gekauft, selbst gemacht oder sonst was. Es geht einfach darum, dass wir Spaß haben. Fertig, Punkt, Ende, aus. Und also die Perücken sind trotzdem ja trotzdem gestylt. Ja, klar. Aber die Basic ist halt von den jeweiligen Freunden bundesweit gewesen und das verbindet uns. Achso, ein Fact noch, das ist dein Hose. So, wenn ich mal schön habe, dann sieht man, glaube ich, jetzt nicht diese Ohren. Uns ist der Ohrring abhanden gekommen und dann hatten wir so eine diese Jersey-Klammer. Ja, zu nehmen. Ich gehe nicht auseinander. Ich bin aus einer. Ein Aufträger ist kaputt gegangen und die Pinken sind so blöde Piercing an der Seite. Das ist nicht so schlecht, guck auf den Boden. Und das waren quasi okay. Die Reste von dieser Klasse. Die das so warum nicht? Also Zweckentfremden alles. Alles. Oder hier, ne? Muskelbeutelklammern, ja. Damit du das machen kannst. Und den Schuh halt noch normal auf der Arbeit anziehen. Oh, ja. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Genau. Also weil ich wollte den Schuh nicht zerstören, weil ich ihn so cool finde. Die sind auch echt super geil. Das hält mich irgendwie immer mit den Wachen so. Smart. Ganz so smart. Das ist mal super. Aber dann ist so, ja, hier was irgendwas. Kommt das da ran, drehst das hier. Und tada! Ja. Tada. Ne? Sehr schön. Also, habe ich jetzt sogar noch was gelernt zum Abschluss. Ja, ja, da ja, wo findet man euch denn hier auf der Con? Was hast du gesagt? Hast du es wirklich gesagt? Nein, ab den Tür. Okay, also wir sind da oben in der Halle, ganz hinten in der Ecke. Bei den Wastelanders. Bei den Wastelanders. Dort, wo ihr die Star-Gänse auch findet in der Halle. Dann geht ihr einfach
geradeaus durch und dann könnt ihr euch Süßigkeiten abholen. Ihr könnt wunderschöne Props angucken und ihr könnt die beiden natürlich mit euren Fragen löchern, ihr könnt Fotos machen. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann am Stand. Einen dicken Applaus für Zwilling.